Ja, hallo und herzlich willkommen zu Super Mario Land, einem neuen Let's Play von mir. Ja, ihr seht hier, denke ich, daran schon, dass ich diesen Part nachkommentieren werde, denn ich möchte die ersten beiden Welten dieses Spieles sofort abschließen und da das nicht allzu kompliziert ist, möchte ich die Zeit gleichzeitig nutzen, um mich euch einmal genauer vorzustellen. Ja, ihr könnt mich Scaraplane nennen oder auch Tobi, wie ihr das auch immer gerne wollt. Ja. Wie ihr in meiner Kanalinfo schon lesen könnt, zocke ich bevorzugt Nintendo. Also eigentlich ausschließlich. Ja, okay, Ausnahmen gibt es natürlich schon in der letzten Zeit, da immer mehrere, sprich Minecraft oder Diablo habe ich jetzt auch einmal gezockt. Ja, zum Kurs noch ganz kurz zum Let's Play hier. Ich werde Super Mario Land ein Safe State spielen, die ersten beiden Welten, sprich der erste Part wird jetzt nachkommentiert sein, wie bereits erwähnt, und der zweite und dritte Part, Welt 3 und 4, also werden live kommentiert sein, weil die dann doch etwas happiger sind und es da einige interessante Level geben könnte, die vielleicht live kommentiert ganz spannend werden. Ja. Ich möchte vielleicht auch mal ein bisschen auf meine Gamer-Karriere eingehen, jetzt so quasi. Und beginnen wir natürlich mit dem Anfang. Ja, zu Weihnachten schlag mich tot, in welchem Jahr war das? Ich könnte lügen und sagen 2006 oder 2007, das kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Weihnachten 2. Ja, ist jetzt egal. Ich glaube, erst war Weihnachten 2007, aber egal. Ich war auf jeden Fall 8 Jahre alt. Moment, das kann ich hier erst rechnen. Erst war Weihnachten 2006. Ich war 8 Jahre alt in der dritten Klasse und hatte zu Weihnachten meinen Game Boy Advance SP bekommen. Dazu noch von meinen Eltern Pokémon-Kristall und von meinem Cousin Pokémon-Rubin, ja. Deswegen auch Pokémon Saphir als mein erstes Spiel. Das ist die Logik. Warum ich nicht Pokémon-Rubin mache, denkt ihr zusammen, dass eine. Ja, relativ gute Bekannte auf YouTube von mir das gerade macht. Da bin ich auch Co-Kommentator, also können wir reinschauen. Ja. Sonst so kann man sagen, war ich damit mit diesen beiden Spielen erstmal relativ lang glücklich und habe dann in der fünften Klasse meinen Nintendo DS bekommen, noch der ganz alte, auf dem man auch in Mario Kart DS fahren kann. Ja, da gab es natürlich schon mit einem Kollegen von mir ein paar interessante Nächte, wo wir dann wirklich noch als relativ kleine Kinder dann des Nachts Mario Kart ja, ganz bestimmt Mario Kart Wii auf dem DS, Mario Kart DS gezockt haben. War ganz witzig, mal Ballonballerei, wir zwei alles niedergemäht und der Rest konnte gucken, wo er bleibt. Und ganz kurz zum Spiel, diese Musik ist episch. Die Geistmusik in Super Mario Land. Zusammen mit dem anderen Track, der noch in einem späteren Part kommen wird. Ja, und das ist auch das erste Boss-Level zur selben Zeit. Aber machen wir weiter in der Gamer-Karriere auf. Mit dem DS ging es dann so richtig los mit Pokémon Diamant. Ja, ich habe lange Zeit wirklich ausschließlich Pokémon gezockt. Auch heute eigentlich fast noch, aber heute ist nicht mehr ganz so krass. Pokémon Diamant, Platin und Hard Gold waren das so meine Zeit so bis 2010. Darüber hinaus. Ja. Und dann kam auch schon meine Wii. Beziehungsweise die Wii von mir und meiner Schwester. Darauf haben wir dann Mario Kart als erst natürlich gehabt und auch später andere Spiele, aber wirklich erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ich habe dann auch ein 3DS sehr bald gekommen mit Mario Kart 7, das ist auch bis heute eines meiner wenigen Spiele. Da war gerade übrigens kleiner Bug im Spiel, weil es da hätte ich eigentlich getroffen werden müssen, aber sei es jetzt mal drum. Mario Kart 7 ist bis heute eins von zwei Spielen, die ich darauf habe. Ja, ganz praktisch, ne? Ja. Dann kam Pokémon Weiß und Pokémon Weiß 2 für mich. Da habe ich schon kräftig drauf gesucht, da habe ich noch langsam angefangen für andere Genres zu interessieren. Zum Beispiel Final Fantasy für den DS habe ich gezockt. Yu-Gi-Oh! Pokémon Mystery Dungeon, also nicht nur die RPGs. Ja. So ist dann alles in Lauf genommen. Ich habe danach auch noch Pokémon Saphir und Smaragd von meinem Cousin bekommen. Der hat die damals alle besessen. Die Story wird euch aber mal ein andermal erzählen. Vielleicht den Pokémon Saphir. Ja, und dann auf der Wii. Das war vor 2 Jahren. Stimmt das oder war es letztes Jahr? Nein, es war letztes Jahr.
habe ich mir damit Tick Sandwich Chronicles und Donkey Kong Returns, also zwei Giganten unter den Wii-Spielen gekauft. Und ja, das war dann schon eine Zeit, wo ich mich allmählich angefangen habe zu suchten. Da kam natürlich auf den 3DS auch noch das liebe Spiel Sagt's mir. Pokémon X, aber das stimmt jetzt gar nicht, das ist in der chronologischen Reihenfolge falsch. Ihr merkt, ich habe mir keine Notizen gemacht, natürlich, ich bin super vorbereitet auf den Part. Nein, alles spontan aus dem Bauch heraus. Dann kam meine Wii U natürlich im Juni 2013. Ja, und da habe ich dann auch jetzt seitdem einige Spiele. Nintendo Land als Release-Titel, dann New Super Mario Bros. U, Wii Party U, Donkey Kong Returns, Super Mario 3D World und Mario Kart 8 natürlich. Ja, habe ich dann auch auf meiner Wii U erstmal alle Spielstände von der Wii natürlich übertragen, da habe ich auch nochmal alle die meisten Spiele richtig durchgezockt. Mario Kart zum Beispiel, also Mario Kart Wii noch, Mario Kart 8 bin ich jetzt so, ja. Habe ich auch jetzt eine ziemlich lange Zeit gezockt, da ist die Lust so langsam ein bisschen vergangen, weil ich im Online-Modus ein bisschen meine Freude verloren habe, weil ich da dauernd nur verarscht worden bin. Ja, aber vielleicht jetzt mit der Statistik, die ja mit dem neuesten Update eingeführt worden sind, vielleicht kann man da jetzt dann was reißen, ne? Ja, und das war's eigentlich schon. Und dann sind wir heute mit, ja, den Remakes zu Pokémon Rubin Saphir. Ich werde mir Pokémon Omega Rubin kaufen. Dann Smash Bros. Wii U natürlich und Xenoblade Chronicles X oder Xenoblade Chronicles, wie immer ich. Ihr wisst, wenn Aussprachen, das ist immer so eine Sache, man kann es machen, wie man möchte, auch bei Pokémon, ja. Was kann ich noch erzählen? Ab November möchte ich mir vielleicht mal einen Grabber organisieren, vielleicht probieren Wii-Spiele mal zu Let's Playen. Mal gucken, ob das klappt. Das steht ja in meiner Kanalinfo ganz unten in Klammern, also das steht noch in Sternen geschrieben. Aber ja, wir werden sehen, ich hoffe es klappt. Wii U ist ja leider nicht möglich, ohne Unsummen an Geld auszugeben für eine Elgato, sprich 140 Euro, das ja doch stand jetzt etwas übertrieben, ne? Und ja, das war es eigentlich soweit von mir. Ich kann jetzt hier noch ein bisschen was zu Super Mario Land sagen. Das Spiel ist Release-Titel für den Game Boy, falls ich das noch nicht erwähnt habe, 1990 erschienen. Aber das, da legt mich bitte nicht drauf fest. Ich denke, zum Gameplay sieht auch nichts sagen. Hier haben wir eine neue Level-Idee, nämlich solche Shooter, Mario-Shooter sozusagen. Ja, finde ich eigentlich ganz geckig, aber brauche ich heutzutage nicht unbedingt wieder haben, ja? Ja, jetzt muss ich hier noch 2 Minuten etwa rumbringen. Ah, was kann ich euch denn noch erzählen? Pokémon CP spiele auch Pokémon Online immer mal zwischendurch und immer mal wieder ein bisschen mehr zwischendurch. Bin das so mittelmäßig gut, würde ich mal sagen. Ich spiele meistens Overuse und eine Mischung aus, ja, also rein Stall spiele ich nicht, aber habt ihr noch 1, 2 oder auch mal 3 Staller-Pokémon im Team. Ich bin aber auch noch ein bisschen am Experimentieren, sonstige Tiers, die ich noch spiele, gar nichts. No Legis vielleicht noch, aber auch das eher weniger. Und jetzt seht ihr gerade eine höchst unangenehme Angewohnheit dieses Spiels, nämlich dass die Bewegungen hier in diesen Levels sehr abrupt sind. Und ja, ich werde jetzt auch einfach mal ein bisschen mich aufs Level konzentrieren, das ein bisschen kommentieren. Also wir sehen hier, also mein Tipp ist persönlich, einfach immer auf dem A-Knopf zu bleiben, um drauf zu ballern. Und dann klappen diese Level in der Regel auch. Ja, man muss halt hier auch immer ein bisschen vorausschauend agieren. Überlegen, wie kommt man da am besten durch. Ich habe es schon wieder richtig gesagt, das freut mich jetzt aber ungemein, ne? Es werden vielleicht einige Leute, die das Pokémon Rubin Together da, also diese Parts gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Und die Boss hier kann man entweder besiegen oder skippen. Ich habe mich in diesem Fall für Skippen entschieden, weil es einfach einfacher ist, um jetzt mal einen Werbespruch zu verwenden. Gut, somit haben wir Welt 2 geschafft. In diesem Spiel retten wir Daisy, wie ihr seht. Ja, das alles immer dasselbe, deswegen bin ich doch ein bisschen immer auf dem Tabulator, auf der Speed-Taste. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao!